So, hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht, zu einem neuen Let's Play mit eurem Theo da. Ja, wir zocken heute Riders of Icarus weiter. Ich weiß nicht, ob ihr gestern eingeschaltet habt und den ersten Teil gesehen habt. Ich hoffe es, Freunde. Falls nicht, zieht es euch auf jeden Fall nochmal rein. Wir werden hier jetzt weiter zocken und weiter leveln, Freunde der Nacht. Ich habe ein bisschen Zeit hier heute, mitten am Tag, ganz ungewöhnlich. Und ich hoffe, ihr begleitet mich und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ja, ich bin echt gespannt. Abonniert den Channel, Freunde der Nacht, tut mir den Gefallen. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst ein Like, da würde ich mich sehr drüber freuen. Genug gequasselt, genug Werbung gemacht. Los geht's mit eurem Theodor. So. Weiter geht's hier. Wir müssen, hat er noch hier für mich im Auftrag? Im Gange. Ja genau, ich wollte gestern eigentlich weitergezockt haben und dann kam gerade meine Frau rein. Ich habe hier zwei Questen angenommen. Zum einen sollen wir hier Mushrooms sammeln. Zum anderen sollen wir Wölfe und Füchse, glaube ich, umhauen. Und irgendwie so eine Ultra-Fuchsmama sollen wir auch umbremsen. Eine Fuchsmilf quasi. Haben wir noch mehr Pilze, die können wir einsammeln. Poronpilz. So, nehmen. Ich kann einfach F drücken. Doof. So, kommt her, ihr beiden. Brauche euch beide. So, dankeschön. So, da haben wir noch ein Pilzchen. So, Poronpilze. Nehmen. 5 Stück brauchen wir davon. Was war denn damit? Mit dem Pulverfässer? Was soll ich denn damit machen? Okay, ich brauche nur 2 einsammeln. Wolf kann ich in Ruhe lassen. Agro scheint mir noch nicht zu ziehen, so wirklich. So, 2 eingesammelt. Pilze brauchen wir noch. So. Stufe 1 in Sammeln. Und das sieht aus wie die Alpha-Wölfin. Komm du mal her, Alpha-Wölfin. Ach ja, ich habe ja diesen Dolchschmiss. Und tschüss. So, sehr schön. Was ist da? Kupfer, Silber, Kupfer? Okay, nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Okay, dann kann es weitergehen, Freunde der Nacht. Oh, wir ziehen doch schon aggro, wenn wir direkt... Ach, hier ist wieder der Alpha-Grauwolf. Okay. Ach, das ist so ein Block, okay. Okay, die Aggro vom Alpha-Wolf scheinen wir zu ziehen. So. Welche Stufe haben wir denn überhaupt? 3. Ich habe mir erstmal ein schönes Käffchen hier gemacht in meiner Star Wars Tasse, Leute. Ich glaube, wir müssen noch da die Füchse umplästern. Wollen wir auch nochmal hier. Schleichende Reinecke Fuchs. Komm mal her, Reinecke. Roter Fuchs. Gibt es auch gelbe Füchse? Oder blaue Fuchsschwanz. Können wir an unseren Manta knallen. Manta war ja auch schon in der ersten Folge. Zieht's euch rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. So. Aufgabe erfüllt. Keine Questen mehr. Tortus. Was gibt's hier? Aber mal mitten am Tag zocken ist auch mal schön, muss ich sagen. So, die Wolfskönigin. Ha, ihr habt die große Wölfin besiegt. Das muss ein schöner Anblick gewesen sein. Wahrscheinlich zieht sich das Rudel dahin zurück, wo es hergekommen ist. Also dann schauen wir doch mal, was wir mit dem Sprengstoff anfangen können. Schauen wir mal, was wir mit der Bombe machen. Crow machte sich zum Außenposten der Drachenritter auf, um zu sehen, ob sie uns helfen können. Vielleicht solltet ihr sicherstellen, dass er ihnen alles erzählt. Er ist nicht immer der Gesprächigste. Get this news to the Dragon Knights now. Okay. Eine Sache weniger, um die man sich nun Sorgen machen muss. Und ihr habt euch gut geschlagen. Alles klar. Was ist das hier? Bandage. Bandagen stellen über einen gewissen Zeitraum Gesundheit wieder her. Wenn du dabei andere Aktionen durchführst, wie beispielsweise Laufen oder Fähigkeiten ausführen, wird der Effekt unterbrochen. Habe ich jetzt Bandagen? Tutorial. Ja, und wo kriege ich die Bandage her? Das wäre mal eine schöne Sache zu wissen.
wirklich Inventar oder... Ah, Bandagen. Hi. Wir bestimmt irgendwie herstellen, denke ich mal, die Bandagen, wenn wir irgendwelche Sachen sammeln. I came here to find mushrooms, not a war. Danke, sobald ich einen Blick auf die Pilzsporen geworfen habe, könnt ihr den Rest haben. Poro und Pilze machen sich immer gut in Trinken. Ich bin mir sicher, ihr könnt sie gut gebrauchen. Ich weiß alles über Pilze. Pilze sind irgendetwas zwischen... So, triff Crow am Lager der Drachenritter. The Dragon Knight. So. Ach, das Spiel sieht so schön aus. Das ist so schön. Ach, ein Ritterschrein haben wir entdeckt. Ist ein Schrein. Ein Weltenschrein. Zu örtlichen Schrein. Ort für den Rückruf festlegen. Machen wir doch mal. Okay, wir gehen mal zu Crow und quasseln mal mit dem und gucken mal. Boah, kann ich nicht die ganzen Namen hier mal ausblenden, Freunde der Nacht? Der geht ja gar nicht, ey. Grafik. Spiel. Reichweite. Kamerageschwindigkeit. Mausempfindlichkeit. Kamerahöhe. Während des Flugs neigen. Dialog. Zoom. Dein Name. Mein Name Bräun. Ich weiß, wie ich heiße. Warum kann ich meinen Namen nicht rausmachen? Kann ich den meinen Namen nicht rausnehmen? Was ist das denn? Okay, Werte anzeigen ist gut. Zahlen und Prozente wären cool. Standard. Aktion. Aktion freies Zielen. Rechtblasen anzeigen. Gruppeneinladungen ablehnen. Handelsanfragen ablehnen. Gildeneinladungen ablehnen. Duellanfragen. Mehrspielereitanfragen ablehnen. This smell will never come out. Warum kann ich dir meinen eigenen Namen nicht ausblenden? Wie doof ist das denn? Blasen, Werte, dein Name kann ich nie rausnehmen. Mitglieder, hier machen wir mal. Spielernamen. Okay, ist auch cool. Ich will meinen Namen wie ausschalten. Wie doof ist das? Ach komm, ist egal. Das sieht schon besser aus, würde ich sagen. Wenn ich die anvisiere, dann kommen die Namen. Gut. Krähe und der Drache. Die Dinge hier sind alles andere als perfekt. Wir sind unter starkem Beschuss durch die Ballisten im Brakin-Kriegslager. Helft den Leuten hier, während ich den Pfad, der aus dem Wald herausführt, sichere. Ihr solltet von Tortus einen Rückrufstein erhalten haben. Wisst ihr, wie man ihn benutzt? Setzt einen Rückrufort an einen Transportschrein und ihr könnt mit dem Rückrufstein zu diesem zurückkehren. Legt besonderen Wert auf die Weltenschreine, da diese sogar erlauben, sich zwischen den Regionen zu bewegen. Es gibt einen Weltenschrein ganz in der Nähe. Ich schlage also vor, dass ihr euch diesen zuerst einmal anschaut.